Hallo meine Liebe und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Aufgebraucht-Video. Und ja, es ist wieder soweit, der Monat Februar ist vorbei. Und das heißt, es gibt ein Aufgebraucht-Video. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Mein Freund hat mal wieder einen Rasierschaum aufgebraucht von Today Man. Und ja, wird nachgekauft. Findet er gut. Und ja, das war es auch schon von seinen Produkten. Dann hat mich ein bisschen so die Hustschnupfen-Fraktion erreicht und da sind einmal die recycelbaren Taschentücher leer gegangen, 100 Stück, vierlagig von Soft und Sicher, sind nachgekauft, zwei Boxen stehen bei uns in der Wohnung gerade rum. Ich hoffe, dass danach jetzt, wenn die beiden Boxen leer sind, wieder nur noch eine rumstehen muss und ja. Sind halt gut, weil alles Papier ist und dann alles in eine tun kann. Dann aufgebraucht Hals- und Rachentee, Arzneitee von Das Gesunde Plus. Auch hier steht noch eine Packung als Reserve rum und ja, wird auch wieder nachgekauft, denke ich mal. Hat eigentlich ganz gut geholfen. Dann ausprobiert habe ich von Rewe Beste Wahl türkischen Apfel. Ich habe ja sonst den von Teekanne und ja, ich dachte mir, probieren wir einfach mal die Rewe-Marke aus. Ja, ist okay, aber mir gefällt der Teekanne türkischer Apfel besser. Außerdem noch leer gegangen sind die Toilettensteine. Ja, wir nehmen von Denkmitte den Blauspüler. Da sind immer zwei in einer Nachfüllpackung drin und ja, wird auch wieder nachgekauft. Und als letztes Haushaltsprodukt habe ich einmal hier eine Kerze von Profissimo. Das ist die Mango Slush Kerze. Die ist auch, finde ich, sehr gut runtergebrannt. Der Duft hat relativ dezent gerochen. Ich werde noch den letzten Wachs rausholen, in eine andere Kerze irgendwann mal einbauen. Und ja, das Glas aufheben, finde ich ganz hübsch. So ein gelbes macht wenigstens ein bisschen Freude. Und man konnte auch das Licht, also die Flamme quasi gut durchsehen. Also es hat auch gut geleuchtet. Von daher nicht schlecht, wenn man so ein kleines Windlicht haben möchte. Weiter geht es mit ein paar Proben, die ich aufgebraucht habe. Zum einen von Anna Jahrke ist das Peeling leer gegangen aus dem Douglas Adventskalender. Ein paar Produkte aus dem habe ich immer noch und so langsam geht es auf den Rest zu. Das Peeling war okay fürs Gesicht, fand ich sogar ein kleines bisschen zu soft. Viel vom Peelingkörnchen oder sowas habe ich nicht mitbekommen. Und ja, deswegen fand ich auch den Effekt danach nicht wirklich stark. Würde ich mir also auch nicht nachkaufen. Dann leer gegangen, auch von Anna Jahrke, ist das ein Lift-Serum. Das war ganz okay, einen Lifting-Effekt habe ich jetzt auch nicht feststellen können, aber ich denke mal, da habe ich noch Glück, dass meine Haut noch recht straff ist. Und ja, ich habe es halt als normales Serum verwendet und würde es mir aber auch nicht nachkaufen. Und als letztes habe ich noch eine straffende Gesichtscreme von Detox aufgebraucht. Sie war okay, recht reichhaltig, würde ich mir aber halt auch nicht nachkaufen, weil sie mir dann doch ein Ticken zu reichhaltig war und ja, brauche ich noch nicht. Bleiben wir bei Pflege und da habe ich zum einen mein Deo aufgebraucht. Das ist von CD mit Granatapfel, ohne Aluminium, Mineralöle, Silikone, Farbstoffe, tierische Inhaltsstoffe. Das ist alles nicht drin. Habe ich mir sogar wieder nachgekauft, weil es besser gehalten hat als das von Balea. Das von Balea vertrage ich inzwischen auch schon wieder nicht mehr. Da kann ich nach 2 Stunden duschen gehen und wieder von vorne anfangen. Und ja, das hat bisher ganz gut funktioniert. Der Duft ist auch angenehm. Was ich nur festgestellt habe, ist, dass es super schnell leer geht. Irgendwie habe ich das Gefühl, es geht schneller leer als das von Balea.
Keine Ahnung, wie das sein kann, aber nun ja, wenn es hält, ist es mir dann wenigstens noch wert. Auch endlich leer gegangen ist von Balea das Reinigungsöl. Ich bin ja nicht so der Ölfreund und deswegen bin ich froh, dass es leer gegangen ist. Es war in meinem Skincare-Projekt und ja, ich hatte das Gefühl, dass ich mehr Pumpstöße benötige als quasi empfohlen. Es werden 2 bis 3 Pumpstöße empfohlen. Ich habe 5 gebraucht, um wirklich mein Make-up runterzubekommen. Und auch dann hatte ich immer noch nicht das Gefühl, dass es wirklich ab ist. Und deswegen werde ich es mir auch nicht nachkaufen. Unter der Dusche habe ich aufgebraucht von Yves Rocher das Duschgel Jardin Dumont. Das soll nach Lotusblume gerochen haben. Und ja, auch das war in einem Projekt enthalten. Es war okay von der Konsistenz her, sehr flüssig, wodurch schnell mal überdosiert wurde. Ansonsten war es ein normales Duschgel. Würde ich mir jetzt aber auch einfach nicht nachkaufen, weil es mich nicht von den Socken gehauen hat. Und Yves Rocher müsste ich online bestellen oder nach Norderstedt oder Hamburg fahren. Und das ist mir der Aufwand nur noch nicht wert. Ebenfalls in einem Projekt war von Nivea die Sensational Pflegelotion mit Pfirsichblüte. Das war meine Backup-Flasche. Jetzt habe ich keins dieser Richtung mehr. Bin in dem Sinne auch froh, weil so langsam hatte ich den Duft dann doch über. Die Pflegewirkung war vollkommen in Ordnung. Nivea typisch. Aber Nivea kaufe ich nicht nach wegen Tierversuche. Und ja, ich versuche jetzt noch die letzten Nivea-Produkte aufzubrauchen. Und ja, ansonsten ist halt von der Pflege Nivea einfach echt nicht schlecht. Zähne geputzt wurde bei uns auch und wir haben von Dontodent die Zahnpasta in Brilliant Weiß aufgebraucht. Ging super gut leer, muss ich sagen. Hier sind 125 Milliliter drin. Würde ich wahrscheinlich nachkaufen. Ich habe allerdings noch Zahnpasten hier rumfliegen. Die waren in Boxen oder hatte ich auch selber gekauft. Von daher würde ich hier jetzt erstmal nichts Neues benötigt. Ein Produkt, das vielleicht noch nicht ganz leer ist, ich jetzt aber die Verpackung nicht aufheben wollte, bis es dann nun endlich leer ist, ist von Foamy der Duschschwamm. Den hatte ich jetzt einfach mal mitgenommen, weil mich dieses kleine rote Schildchen gelockt hat. Bisher finde ich ihn nicht schlecht vom Duft her. Erinnert mich ja ein bisschen an Waschmittel. Also eher so seifig nur. Und ja, der Rubbeleffekt vom Schwamm ist ganz angenehm, aber ich weiß nicht, ob ich es mir nachkaufen würde. Ich glaube, da tut es dann auch, ein Stück Seife in einen Massagehandschuh zu stecken. Und ich habe den gleichen Effekt. Ja, wird jetzt noch aufgebraucht und dann wandert der Schwamm auch direkt in den Müll. Deswegen zeige ich jetzt schon das Produkt. Dann leer gegangen ist von Balea die Pflegecreme in Sweet Mango. Gerochen hat die wirklich wunderbar. Jetzt ist die kleine Dose leer, weil die Pflegewirkung war auch nicht so prickelnd fürs Gesicht. Deswegen habe ich sie für die Füße verwendet. Das ging dann ein bisschen schneller und nachkaufen würde ich mir diese Dosen nicht einfach, weil die Pflegewirkung mir nicht langt. Und ja, dann brauche ich mir nicht eine Dose extra hinstellen. Aber der Duft war echt gut und ich hoffe, dass vielleicht noch mal ähnliche Düfte im Sommer rauskommen. Dann habe ich noch einmal wieder Wattepads aufgebraucht. Ich hole mir immer die Bio-Wattepads. Ja, sind gut. Ich komme damit klar. Versuche den Verbrauch davon gering zu halten. Klappt aber nicht ganz so gut, weil Nagellack muss trotzdem runter mit Wattepads. Aber die meiste Zeit verwende ich dann doch so einen wiederverwertbaren Wattepad, um mein Make-up abzumachen. Und hoffe, dass ich dann einen Schlauch für 2 Monate brauche demnächst und nicht einen Schlauch pro Monat.
Weiter geht es mit dem Stapel Masken. Da wurde mir einmal freundlicherweise zugeschickt die Summer Food Maske. Food Maske. Dazu wird es auch noch ein extra Video geben. Ja, soweit kann ich sagen, es hat funktioniert und mehr gibt es dann in dem extra Video. Und zum Schluss habe ich noch einen ganzen Stapel an Masken verwendet. Zum einen habe ich meine drei Slice-Masken aufgebraucht, die ich im Januar gekauft hatte. Orange, Wassermelone und Gurke. Mein Freund fand sie super witzig, wie ich damit aussah, dass ich überall so kleine Flecken hatte. Soweit war es in Ordnung. Es ist aber auch nicht meine Alternative zu Tuchmasken. Einfach, weil ich 6 Stück aus einer Packung bräuchte, wenn nicht sogar 7. Und ja, dann ist so eine Packung super schnell leer. Von daher lohnt sich das nicht. Auch rutschen sie teilweise doch, gerade so die am Kinn. Und ja, es war nett auszuprobieren, aber wie gesagt, es lohnt sich einfach nicht. Außerdem waren das LE. Und ja, ich bleibe bei Crememasken einfach. Habe ich noch 3 Crememasken aufgebraucht. Zum einen vom Salthaus Totes Meer Premium Maske Repair. Die fand ich furchtbar. Ich habe sie nicht abgewaschen bekommen. Es steht mit einem weichen Kosmetiktuch entfernen oder halt wie eine Pflege einmassieren. Das hätte beides nicht funktioniert. Ich habe sie auch von meinem Pinsel nicht bekommen, deswegen würde ich sie einfach nicht nachkaufen. Wieder nachkaufen würde ich von Balea die Peel-Off-Maske. Die hat bei mir super funktioniert, ließ sich sehr schön abziehen. Ich glaube, bei einer Anwendung habe ich sogar im Ganzen runtergekommen. Das hatte ich vorher noch nicht. Bei denen habe ich festgestellt, dass ich sie einfach monatelang liegen lassen sollte, damit das besser funktioniert. Haut fühlte sich danach weich an. Meine Haut war danach auch nicht mehr ganz so gerötet. Nach dem Abziehen der Maske, von daher hat es da dann nicht so geziebt. Oder ich habe einfach inzwischen die richtige Anwendung rausgefunden. Und ja, würde ich mir nachkaufen, wenn meine Peel-Off-Masken alle leer sind. Und zum Schluss habe ich die reinigende Maske verwendet. Die finde ich auch sehr gut. Hinterlässt auch ein angenehmes Hautgefühl und ja, wird auch nachgekauft. Wenn Maskenbestände leer sind, würde ich mir die 2 quasi holen und eine Feuchtigkeitsmaske und wäre dann vollkommen zufrieden. Kommen wir jetzt auch zur letzten Kategorie und zwar dekorative Kosmetik und da sind sogar 4 Produkte leer gegangen, beziehungsweise 3 leer und 1 wird jetzt entsorgt. Produkt, das entsorgt wird, sind Lashes und zwar von Trended Up, der Define and Style Teil. Ich fand die Wimpern sehr angenehm, ließen sich super leicht aufkleben und was an denen ganz schön war, dass sie quasi nicht ganz so lang sind, wodurch sie eher in Anführungszeichen an meine natürlichen Wimpern passen und so mehr verdichtend wirkend als mit Vollkaracho Länge. Würde ich mir also nachkaufen, wenn jetzt noch ein paar von meinen Lashes kaputt gehen oder ich sie einfach nicht mehr mag, dann würde ich sie mir nachkaufen. Die Lashes zähle ich jetzt auch nicht mit in meine 50 Produkte, die ich hier aufbrauchen möchte. Einfach, weil es nicht wirklich aufgebraucht ist, sondern als aussortiert quasi zählt, weil sie nicht mehr schön sind. Die letzten 3 Produkte zählen in mein Aufgebraucht-Projekt. Und zwar ist es zum einen eine Mascara von Too Faced, die Better Than Sex Waterproof Mascara in der Mini-Größe. Fand ich soweit in Ordnung für eine Mascara. Wirklich wasserfest hatte ich nicht das Gefühl, aber ich glaube, da bin ich von meiner einen Mascara wirklich verwöhnt, weil die ist bombenfest. Aber sonst war sie solide.
Wenn sie irgendwo mal als Gimmick oder so dabei ist, würde ich es mir holen. Ansonsten sehe ich den Preis von, glaube ich, fast 15 Euro, aber auch nicht ein für die kleine Mascara. Dann, leer gegangen ist von e.l.f. Cosmetics mein Brow Pencil in der Farbe Taupe. Ja, die Farbe finde ich gut, passte auch in meine Augenbrauen. Und wird nachgekauft, liegt im Warenkorb bei Douglas schon drin. Ja, ein solides Produkt. Die Mine ist auch ganz angenehm, weil es in dem Sinne eine dicke ist. Und ja, dadurch geht das Augenbrauenmalen ziemlich schnell. Und das letzte Produkt ist von Milani Conceal Perfect 2 in 1 Foundation und Concealer in der Farbe 00 in Light Natural. Ja, ich habe sie versucht, so gut es ging, auszukratzen. Ja, Full Coverage Foundation ist nicht mehr ganz so mein Fall, würde ich mir jetzt also nicht nachkaufen. Von der Farbe her passte sie eigentlich gut und hat auch relativ lange auf dem Gesicht gehalten. Klar, wenn man schwitzt oder sowas, dann verläuft sie, aber so konnte ich mich nicht beschweren. Ja, das waren alle meine Produkte. Ich habe jetzt einen Stand von 59 aufgebrauchten Produkten von Januar und Februar und ganze 8 Produkte bei der dekorativen Kosmetik, worüber ich mich sehr freue. Und ja, die Produkte haben einen Gesamtwert von dieser Summe erreicht und ich würde sagen, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Aufgebraucht-Video oder bei anderen Project Pan-Videos, die du vermehrt auf meinem Kanal findest. Hier drüben verlinke ich dir einmal mein letztes Aufgebraucht-Video. Darunter findest du den neuesten Upload und auf der anderen Seite kannst du meinen Kanal gerne kostenlos abonnieren. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.